richtig aggressiv, diese spitzen Kopfsteinpflastersteine. Eigentlich ziemlich nice, aber auch wild und bei Witterung vielleicht nicht ganz so geil. Ah, spiegeln. So, guten Morgen, 6 Uhr oder kurz danach. Heute geht's wieder raus, heute geht's wieder nach Benau. 150 Kilometer Kopfsteinpflaster, Plattenwege, der ein oder andere weiß, was ihn erwartet. Und ich habe heute mein Rad wieder klar gemacht, habe die Drohne dabei. Wir gucken uns ein paar Plattenwege, Kopfsteinpflasterstrecken von oben an, fahren zu dritt, treffen uns um 7 Uhr. Ich bin 7.15 Uhr da in Benau mit Tico und Benny und haben hoffentlich eine ganze Menge Spaß. So, endlich Benau. Bahn macht mal wieder Spaß. Jetzt mal Tico und Benny suchen. Und dann haben wir hoffentlich einen schönen Tag. Wetter wird sogar 20 Grad, trocken. Also eigentlich ganz nice. So, jetzt auf dem Rad. Plattenwege, Tico, Benny. Und jetzt 150 Kilometer Fahrrad fahren. Wem es interessiert, hier war ich schon mal zum 400er Gravy von Berlin. Ganz nice. Geile Strecken. Oh, noch einmal im Leben 23 sein. Jetzt fahren wir erstmal Straße. Benny ballert gleich wieder vor. Klassischer Hartmann. Okay, läuft. Beste Plattenwege. Eigentlich ganz geiles Wetter. Ich habe meine Drohne direkt geschrottet. Leider zum Glück nur ein Blatt abgebrochen. Keine Ahnung wieso, warum auch immer. Sturzlandung. Alles cool. Ja, jetzt schleppe ich den ganzen Bubs mit und wir fahren weiter Fahrrad. So, willkommen im Land von Luft und Liebe. Eigentlich echt geiles Wetter heute, ne? 20 Grad, aber richtig angenehm. Bestes Wetter, um nochmal Fahrrad zu fahren. Ja, kaum zu glauben, dass bald Winter kommt. Aber bald gibt es ja einen Herzklassiker. Spoiler voraus. Mit 39 Kilometer mit dem Fall Tico ist gerade an so einem Starkstromsaum hängen geblieben. Richtig feucht, aber gut. Es ist ein bisschen rutschig. Vielleicht habe ich zu viel Reifen drauf. Mal gucken. Oh, jetzt Schiffshebewerk Niederfino. Pack mich gleich auf die Fresse. Da kann man hochgehen. Kann man einen schönen Tag haben, kann man schön runter gucken. Aber vermutlich fahren wir weiter. Wer diesen Schrotthaufen hier noch nicht kennt, also wir sind hier in Niederfino beim Schiffshebewerk. Hier ein paar Infos, ein paar Details, 1922 bis 1934 erbaut, 2,75 Millionen Reichsmark. Also mega viel Schrott. Ganz cool eigentlich hier in Eberswalde Renner zu fahren, ein paar Höhenmeter, ganz nice von oben anzusehen. Kann man auch herfahren, gibt auch Führungen, soweit ich weiß. Und ja, eigentlich ganz schön und von Weitem sieht es auch wirklich ganz geil in der Landschaft aus. Also geil. Oh, hier ist das neue Schiff hier im Werk. Lampen, keine Ahnung, WEF könnte ich sogar mal hergestellt haben. Oha, oha. Wassermangel. So, die ersten 50 Kilometer sind durch. Wir sind jetzt kurz hinter Brodowin. Eigentlich ist der Track bisher ziemlich entspannt. Und ja, ist ziemlich nice. Viel Sonne, labern viel. Eigentlich haben wir einen schönen Tag. Oh, hier. Der ganz spezielle Plattenweg. Ah, spiegeln. Tudun, 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 tudun. Eins und zwei macht vier.
Schlauch. Kübels sagt er nö. So, willkommen in der Werkstatt. Was ist denn da los? Ja, Kettenspannung. Spannung? Was ist das, ne, wenn die Liebe nicht mehr frisch ist? Wenn das Material versagt, wenn du zu hart bist fürs Material. Ich weiß nicht, ob wir hier bei Biesenthal sind. Echt keine Ahnung. 86 Kilometer noch zum Ziel. Und gerade Anstiege, Steine, Wald und viel Rumgehasche. Eigentlich, was will man mehr? Auch geil im Sprint. Bergauf erstmal schön aus Pedalen ausklicken, weil die Dinger zu leicht eingestellt sind. Läuft! So, 73 Kilometer auf der Uhr, wir sind mittlerweile in Angermünde. Hier wäre dann auch der Checkpoint auf dem Marktplatz. Bisher war die Tour ganz cool, Wetter ist ganz geil, jetzt kommt endlich mal die Sonne raus. Vielleicht kann man den Lumpen auch mal ausziehen. Und ansonsten gleich wird es ziemlich wild. Nach Angermünde, glaube ich, kommt nicht mehr so viel. Hier war ich das letzte Mal im November mit Patrick. Und ja, bis gleich. Angermünde, Aldi. Beste Verpflegung. Alternativ gibt es noch einen Lidl. Da gibt es einen Hartmann. Jetzt gibt es Frühstück mit der Wampe. Und nichts kommt. Hilfe! Ja, das ist Tico. Das ist Herr Braun. Was in Angermünde passiert, bleibt in Angermünde. Also der Tag wird immer besser. Gerade Angermünde raus. Da irgendwo wird geschossen. Brandenburg ist einfach anders wild. Ja, willst du nur nachladen? Ja. F3! Ich bin mal bestes Kopfsteinpflaster. 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 So, gerade liegt so ein richtig fettes Kopfsteinpflasterstück hinter uns. So richtig alter, geiler Pay. Richtig aggressiv, diese spitzen Kopfsteinpflastersteine. Eigentlich ziemlich nice, aber auch wild und bei Witterung vielleicht nicht ganz so geil. So ist halt irgendwie voll der geile Katastrophentag. Meine Drohne kaputt, da ist mir ein Flügel abgebrochen beim ersten Flugversuch. Bei Benny springt ständig die Kette ab. Und was hier los ist, weiß ich irgendwie echt nicht. Und irgendwie ist auch meine Bremse schon wieder hinten durch. Die gar nicht so alt ist. Ist schon wieder der Belag scheinbar runter oder ich muss den Bums entlüften. Das verstehe ich auch nicht. Ständig entlüfte ich die scheiß Hinterbremse und vorne ist alles super. Der Hobel rollt wieder. Platten-Stories, Pannen-Stories. Wetter ist immer noch cool. 60 Kilometer, noch 400 Höhenmeter. Packen wir schon. Oh, Laune wird eigentlich immer besser. Jetzt hier wirklich so ein kleiner Anstieg. Aber es ist halt wirklich alles sehr entspannt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob letztes Jahr der 200er Track einfach nur ein anderes Level war, aber der 150er wirklich zu 80% entspannt. Und ich bin echt mal gespannt, wie sich das Ganze im Oktober fährt, wenn es vielleicht doch ein bisschen feuchter ist. Jetzt in Trocken einfach nur ein Traum. Es ist ziemlich nice, sowas im Sommer oder Spätherbst zu fahren, bei gutem Wetter natürlich. Und man kann es halt wirklich nicht mit Schlechtwetter, Eis im Winter vergleichen. Der Kollege mit dem Stock hat mir mal ordentlichen Gegenwind gewünscht. Hab ich jetzt. Aber ist auch alles ganz nice. So. Ja, probier da mal her. Also, das ist ein Vanillegel. Ich hab,
glaube ich, keins mehr dabei. Ich blende die mal ein. Das sind die Gels von GU. Eigentlich sind die richtig gut, diese Vanille. Und schmecken ganz angenehm. So, Abtritt aus dem Cockpit. Mittlerweile Kloster Korin. Da ist die Kiste. Chico, Benny. Hat überhaupt keine Hinterbremse. Wir fühlen, dass die hier so rumspasten. 46 bis genau. Jetzt wird es ein bisschen frischer, ein bisschen kälter, aber auch alles super entspannt. So, da, fleißiger Kleber. Hier 26 Kilometer bis zum Ziel. Da der Track. So, 6 Kilometer bis genau. Jetzt sieht es eher nach Straße aus. Ganz locker, chillig. Wetter ist trocken geblieben, alles geil. Jetzt nur noch labern und damit tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns auf der Strecke. Tschüss.